Herzlich willkommen zum diesjährigen Channeling-Kongress und es freut mich wieder riesig dabei zu sein und mit dir eine ganz spezielle Zeit auch zu verbringen. Hier einmal in diesem Beitrag, wo ich dir einiges erklären werde, wir auch gemeinsam eintauchen, dahin gehen, uns erfahren, unsere Fassung natürlich auch Heilung geschehen wird und wir bestimmt anders herausgehen, wie wir jetzt den Beitrag dann auch anschauen. Ja, das ist wieder eine ganz spezielle Zeit. Und ja, die Tage, die wir hier haben, auch freue ich mich dann auf den Livestream, den wir mit mir gemeinsam haben, für eine sehr starke Live-Heilung, wie die letzten Jahre schon. Und was da immer passiert, das ist wirklich sagenhaft, auch die Rückmeldung, wie sich die Menschen dann auch verändern. Und ja, dieses Jahr, da ist auch dieses Thema ja wirklich perfekt, auch für diese Zeit, aber auch für mich jetzt, Frieden in dir, weil ich als geistiger Heiler, um das geht es natürlich überhaupt in diesem, was wir erleben können und was das mit uns macht, wie es uns verändern kann, natürlich auch mit körperlicher Gesundheit. Letztendlich würde ich sagen, Frieden hat auf jeden Fall immer was mit Freiheit zu tun. Und so werden wir jetzt gegen später noch bei diesem Beitrag da auch noch eintauchen. Ich leite das an, wie wir da vorgehen können, dass wir da mehr wieder in uns eintauchen und alles andere, was den Frieden verhindert, diese Spannung, dieses, ja, was natürlich ein Großteil von der Angst ist, die Unsicherheit, was auch immer, na, die Ungewissheit, das steht sehr im Gegensatz für den Frieden da.